Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Civilization 6. Es gab irgendwelche Tonprobleme in der ersten Aufnahme. Der Ton war leicht asynchron. Zum Glück ist das ein Spiel, wo das nicht so sehr auffällt oder es nicht so schlimm ist. Aber ich weiß nicht, woran es lag. Ob es an der Aufnahme lag, an der Verarbeitung. Ich hoffe mal, dass es jetzt entweder ich den Fehler rausfinde oder halt der Fehler nicht nochmal auftritt. Schauen wir mal. Ich sehe gerade, dass die Aufnahmetaste, mit der ich die Aufnahme starte, F9, dass die Zivilopädie öffnet. Das ist natürlich nicht so cool. Aber ich glaube, das können wir in den Optionen ändern. F9, Zivilopädie öffnen. F9 ist F10 besetzt. Dann würde ich F12 ist F12 besetzt. Dann würde ich es gerne auf F12 legen. Ne, dann nehmen wir F12. So. Oh nein, F12 ist Screenshot machen in Steam. Och mein Gott. Dann nehmen wir halt F11. F11 ist F11 besetzt. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt irgendwas passiert, wenn ich F11 drücke. Okay, alles gut, sehr schön. Ach, meine Herren, weil, was auch geil ist, zur Ruhe setzen. Aus dem Spiel ausscheiden wird als Niederlage gewertet. Ich setze mich doch nur zur Ruhe, vielleicht macht jemand anderes weiter. Perikles, Schwierigkeit, Prinz, Spielhelm, ah, okay. Gut. Ach, ich will immer mit WASD die Karte bewegen. Das muss man aber mit den Pfeiltasten machen. Das finde ich auch extrem merkwürdig. Im Jahr 2016 muss man die Karte mit mit den Pfeiltasten bewegen. Und man kann es nicht ändern. Auf Garantie kommt irgendwann ein Mod dafür raus. Aber momentan muss ich die Pfeiltasten nehmen, was echt scheiße ist. Und ich überlege gerade, ob ich diese Vertragssymbole ausmache. Ich meine, interessant sind sowieso dann erstmal die Stellen, wo wir irgendwelche Bonusressourcen haben. Das ist eigentlich erstmal egal. Ich glaube nicht, dass ich... Ah, hier oben haben wir Pelze dann. Das ist ein Luxusgut. Das heißt, hier würde sich natürlich eine zweite Stadt sehr gut machen. Wobei, die ist noch relativ nah an der anderen. Aber mal gucken. Wir bewegen uns erstmal fort. Ich habe jetzt auch rausgefunden, was hier rechts stand. Hier rechts stand einfach nur, dass wir halt dadurch, dass wir ihn als erstes gesehen haben, einen Gesandten bekommen haben. Und das sorgt für +2 mehr Kultur in unserer Hauptstadt. Also ja, das war halt der Bonus dafür, dass wir ihn als erstes entdeckt haben. Ich würde jetzt gerne weiter hier runtergehen. Da das momentan nicht geht, werde ich den mal lassen. Die anderen habe ich wohl schon bewegt. Nee, habe ich nicht. Einen Ort bewegen, abbrechen, verschanzen, Runde überspringen. Wenn ich jetzt hier Runde überspringen mache, dann wird er übersprungen nur, oder? Hä, hey, warum denn nächste Runde? Ich meine, der hat sich doch noch gar nicht bewegt, wie es aussieht. Gut, also das sieht doch schon mal... Es scheint, als hätten wir endlich die Barbarenräuber, die dieses Gebiet heimsuchen, zu ihrem Ursprung zurückverfolgt. Wir müssen diesen Sammelpunkt zerstören oder weitere Angriffe riskieren. Also ja, zerstören werden wir die auf jeden Fall, weil hier sieht es sehr, sehr sexy aus, was die... was das Luxusgut angeht. Hier haben wir halt relativ produktive Felder. Es gibt nicht ganz so viel Nahrung. Ah, hier haben wir eine Oase. Die gibt 3 Felder und sogar 1 Gold. Sehr geil. Wüstenoase. Ja, und Wüstenfelder geben halt an sich sonst nichts, ne? Das heißt, so eine Oase gibt halt Zeugs. Aber Wüstenfelder gibt nichts. Hier haben wir noch dieses Vieh als Bonusressource. Aber wir sind halt auch ziemlich nah dran. Ich rechne mal wieder mit diesen 3 Feldern. Auch wenn ich noch nicht ganz verstanden habe, wieso man das macht. 1, 2, 3... Das ist halt nicht mehr drin, die Pelze. Das ist halt echt schade, dass hier Wüste losgeht, weil da kann ich halt hier logischerweise nicht so viel geiles Zeugs machen. Also wenn das 3 Felder sind, dann muss ich ja eigentlich mindestens 3 Felder weg von hier dann die Stadt bauen. Also 1, 2, 3. Aber hier ist dann halt gar nichts mehr. Ich meine, wir können ihn halt hier hinbauen. 1, 2, 3. Na, dann wäre das ja auch wieder mit drin. Wenn wir hier hinbauen, 1, 2, 3. Ja, das wäre auch wieder zu nah. Ich weiß nicht, kann man direkt auf die Oase eine Stadt bauen? Das wäre halt ziemlich cool, so von wegen, man hat halt eine Wüstenstadt. Aber im Großen und Ganzen hätte ich gerne die Luxuspelze, aber es hier geht halt die Wüste los. Das ist nicht so mega optimal. So, habe ich noch irgendwo jemanden, den ich bewegen kann? Ja, warum sagt denn der mir nicht, dass ich den bewegen kann und sagt hier nächste Runde? Naja, egal. Dann sollte ich meine Krieger wohl mal hier hochziehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie geringer Sieg. Sperrkämpfer gegen Krieger. Ich habe Krieger, oder? Und die haben Sperrkämpfer. Geringer Sieg. Stärke 30. Grundstärke 20 plus 10 Kampfbonus gegen Kavallerie-Abwehreinheiten. Aha. Und plus 3 verschanzte Verteidigung.
Deswegen können die sich ganz gut verteidigen. Ja, aber dann ziehe ich die erstmal hier hoch. Die Krieger. Und werde dann wahrscheinlich die versuchen, damit platt zu machen. Was haben wir denn gerade für eine Produktion? Ach ja, Handwerker nach 5 Runden. Ansonsten wäre es dann auch mal schlau, die zweiten Kriegereinheit, also die zweite Kriegereinheit zu bauen. Was ich mir gerade überlege ist, ich dachte, eine Stadt wächst in jede Richtung gleichmäßig, oder? Also warum ist denn die jetzt nur ein Feld in die Richtung gerutscht? Ich meine, ist ganz cool, weil da ist jetzt der Marmor drin, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig, warum... Ah, hier ist sogar der Kontinent, Amerika. Warum es nur in dieses eine Feld expandiert ist. So, habe ich irgendwo noch eine Einheit vergessen? Nee, ne? Müssten alle sein. Dann können wir jetzt, glaube ich, wirklich zur nächsten Runde. Die werden angegriffen von irgendjemand anderes schon. Oh, scheiße, dann bekomme ich nämlich keinen Bonus, wenn... Oh, und da unten kommt ein... Wer ist das denn? Ist das jetzt... Ist das ein Barbarenspeer? Also ist das ein böser Speer von den Barbaren? Ja, Barbarenlandspeer, krass. Okay, das ist nicht so geil. Das heißt, hier unten muss auch noch irgendwo ein Barbarendorf sein. Und das hier oben wird wahrscheinlich bald vernichtet werden von irgendeiner anderen Zivilisation. Aber ich würde trotzdem erstmal... soll ich da jetzt nach unten ziehen? Wenn ich nach oben ziehe, habe ich halt vielleicht das Glück, dass ich dieses Barbarendorf erreiche, bevor es platt gemacht ist. Und ich es dann platt machen kann. Aber das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Die können halt immer nur ein Feld gehen, das ist halt echt scheiße. Aber ich glaube, ich ziehe trotzdem erstmal nach oben und probier's. So, ihn anzugreifen bringt, glaube ich, gar nichts. Geringe Niederlage, Grundstärke 10, plus 3 ideales Gelände. Ja, da steht im besseren Gelände drin, deswegen macht es wohl erstmal keinen Sinn. Hier will ich nicht reingehen, das bringt nur Stress. Ich könnte natürlich jetzt selber in so ein Grasland reingehen und mich ver... Grasland, Hügel, Wälder. Wie sich herausstellte, gibt es auf dem Kilimandscharo kein WLAN. Ich musste mich in Tansania also ganze 2 Wochen mit den anderen Menschen unterhalten, die mit mir gereist sind. Nancy Bonds. Tut mir leid, dass ich Nancy Bonds nicht kenne. Ich hätte auch gedacht, dass Nancy eher ein Frauenname ist, auch wenn es von einem Mann gesprochen wurde. Und wir haben das erste Naturwunder in der Kilimandscharo. Das heißt, wir müssen da unsere zweite Stadt auf jeden Fall bauen, weil wir natürlich dieses Naturwunder für uns beanspruchen wollen. Sehr geil. Und davon gibt's auch, glaube ich, immer nicht so viele. Durch Erkundung haben wir ein Naturwunder entdeckt. Es besteht kein Zweifel, dass es demjenigen, der das umliegende Land besiedelt, große Vorteile bieten könnte. Erzählt mir mehr. Naturwunder sind die großartigen und herrlichen Werke der Natur, die uns alle mit Ehrfurcht erfüllen und inspirieren. Dazu gehören der Kratersee und das Great Barrier Reef. Sie alle zeigen die wunderbare Schönheit der Natur. Alle Naturwunder bieten ihrer Zivilisation einzigartige Vorteile und einige haben zusätzliche Effekte. Bei einer Einheit, die sich neben dem Toten Meer heilt, wird zum Beispiel die gesamte Gesundheit wieder aufgefüllt. Ah, cool. Heureka! Die Entdeckung eines Naturwunders hat eurem Volk die majestätische Größe des Universums vor Auge geführt. Und das schon 3600 vor Christus. Hier oben seht ihr's. Euer Wissen über die Technologie Astrologie hat große Fortschritte gemacht. Mit Bonus. Ah, das heißt, wenn wir jetzt die Technologie Astrologie erforschen, dann dauert das nicht so lange, weil wir halt jetzt schon irgendwie ein bisschen Plan davon haben. Sehr geil. Okay, dann lass mich mal kurz nachdenken, wie wir das am besten lösen. Also, wir haben hier auch Bananen als Bonusressource, die gibt nochmal ein bisschen lecker Essen. Wie wir halt auch sehen, diese ganzen Urwalddinger, die sind halt total nahrhaft, also die bringen riesige Erträge. 4 an der Zahl jeweils. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall unten weiter erforschen. Und da bauen wir dann auf jeden Fall die zweite Stadt. Ich hoffe, dass wir da auch als erstes hinkommen und niemand anderes uns diesen Platz wegnimmt. Aber davon gehe ich nicht aus. So, und das ist dieser wunderschöne Berg. Sehr schön. Sieht aus, als hier oben ein Krater wäre. So, wen habe ich jetzt vergessen? Einheit benötigt Befehle. Das machen wir jetzt mit der Einheit. Also ich glaube ja, dass die uns jetzt eh nicht angreifen. Die haben hier oben Stress. Deswegen kann ich mal hier außen rumgehen. Vielleicht ist das dann ja auch schon das Sondieren einer dritten Stadt, wobei halt hier nur dieses Luxusgut Pelze sind und es einfach schon noch zu nah an meiner Hauptstadt ist. Da habe ich eigentlich keine richtige Lust da in diesem Wüstengebiet jetzt hier unbedingt. Oh, da haben wir noch einen Barbarenspeer. Habe ich halt eigentlich keine Lust direkt in dem Wüstengebiet jetzt hier eine Stadt zu bauen. Das sieht auch sehr, sehr karg aus. So. Habe ich irgendjemanden vergessen? Ihn konnte ich nicht mehr bewegen, oder? Ne. Das ist natürlich cool, dass wir direkt hier ein Naturwunder vor der Haustür haben und das dann im Endeffekt einnehmen können.
Die Kamera müsste mal immer dahin springen, wo gerade die Action ist, oder? Macht die aber nicht. Eine neue Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Unser Volk wartet auf euren Erlass. Aber nicht durch Wahrheit, sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. Thomas Hobbes, kenne ich auch nicht. So, Ausrichtung abgeschlossen. Wir müssen eine Ausrichtung auswählen, um weitere Fortschritte zu machen. Ja, Politik ändern. So, wir haben momentan das Stammesfürstentum, Vermächtnisbonusse. Vermächtnisbonusse sind die erlernten Vorteile, die wir behalten, wenn wir verschiedene Regierungssysteme durchlaufen. Das erlernte Politiksymbol steht für einen Regierungsbonus, der mit der Zeit eingesammelt wird. Steht hier oben, gewährt ein Einflusspunkt pro Runde. Bei 100 Punkten verdient ihr einen Gesandten dazu. Okay. Militärpolitik zieht eine Politik auf diesen Platz. Wir haben bisher, das sind die neuen, oder? Wir haben bisher nur zwei Politiken. Es heißt Inspektion. Doppelte Erfahrung für Aufklärungseinheiten. Okay. Disziplin. Plus 5 Kampfstärke beim Kampf gegen Barbaren. Ich glaube, das nehmen wir auf jeden Fall. Weil wir jetzt am Anfang sowieso vor allem gegen Barbaren kämpfen. Sehr gut. Stadtplanung. Plus 1 Produktion in allen Städten. Dann können wir halt alles schneller bauen. Gottkönig. Plus 1 Glauben und plus 1 Gold in der Hauptstadt. Ja, Gold haben wir jetzt gerade 5,2 pro Runde. Das passt also noch. Und ich glaube, ich will lieber Sachen schneller bauen können. Deswegen nehme ich mal Stadtplanung. Die Regierung stellt keine Diplomatiepolitikplätze zur Verfügung. Jokerpolitik. Zieh eine Politik auf diesen Platz. Im Politikplatz Jokerpolitik kann eine weitere Politik platziert werden. Ach, das liegt wahrscheinlich daran, weil, also es ist wahrscheinlich der Vorteil entweder meines Landes, Griechenlandes. Ja, ich glaube, das ist der Vorteil von Griechenland, weil Griechenland hat auch am Anfang zwei verschiedene mögliche Anführer. Einmal Perikles, den ich habe, und dann das andere ist, glaube ich, die Frau Gorgo. Und ich glaube aber, diese Joker-Politikplatz, weil ja Griechenland die Demokratie und das Ganze geil erfunden hat, können wir das, glaube ich, machen. Und können dann eine zweite reinziehen. Und da wir ja nur die beiden am Anfang haben, oder? Nehmen wir das einfach. Plus 1 Glauben und plus 1 Gold in der Hauptstadt. Von daher, da wir ja keine andere Politik momentan haben, meine Regierung. Okay. Regierungen ansehen. Oh Gott, das ist erstmal nicht so interessant. Das ist ein bisschen viel momentan. Wir können ja eh noch nicht zu einer anderen Regierung wechseln, deswegen. Ja, lass mal so. Cool. Machen wir direkt ein bisschen mehr Gold. Ist auch nicht schlecht. Und wir machen jetzt einen Glauben pro Runde, obwohl wir überhaupt gar keine heilige Stätte oder irgendwas in die Richtung gebaut haben. Gut, jetzt müssen wir mit unserem Speer weiterziehen. Bedeutender Sieg. Speer, Grundstärke 10 plus 5 Vorteile gegen Barbaren. Das heißt, wir könnten den jetzt sogar platt machen oder versuchen platt zu machen. Und da wir ja natürlich auch, also wir müssen ja eigentlich auch einen Vorteil haben, weil wir aus dem Wald heraus kämpfen. Aber ich glaube, da bekommt man nur Verteidigungsvorteile und keine Angriffsvorteile. Mal gucken, wie der Angriff aussieht. Ich greife ihn jetzt an, denke ich. Kann ja nicht schaden. Okay. Ja, unspektakulär ist ja auch niemand gestorben. Plus 4 Erfahrung. Minus 23. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn wir dann immer direkt... Ach, hier oben steht es auch, wie viel wir da Schaden machen und bekommen haben. Ein bisschen ärgerlich, wenn es umspringt und hier noch irgendwas gezeigt wird. Aber egal. So, Ausrichtung wählen. Habe ich auch schon, oder? Ist das anderes? Ach ja, eine neue Gesetzgebung. Klar, logisch. Okay, da können wir... Ich gucke mal lieber über den Baum, muss ich zugeben, weil dann kann ich besser gucken, wo das sich hinführt, das Ganze. So, wir haben jetzt also die Handwerkskunst und den Außenhandel. Außenhandel wird wahrscheinlich für Handel vor allem wichtig sein, damit ich den Bau von Handelswegen. Wir haben noch keine andere Zivilisation entdeckt. Ich glaube, wir können auch mit Stadtstaaten Handel treiben. Handwerkskunst. 40 Kultur. Schaltet frei Politik Agoge und Politik Ico. Was schaltet das für frei? Diplomatie, gemeinsamer Krieg, Einheit Händler, Karawan... Was? Karawansereien? Politik, Seefahrtindustrie, gemeinsamer Krieg. So, Ilkum, Politik, plus 30% Produktion für Handwerker. Agoge Militär, plus 50% Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten der Antike und Klassik. Ich will ja eigentlich mehr auf Kultur gehen. Das bringt halt vor allem Produktion. Grundkosten, 40 Produktion. Achso, das sind die Kosten. Ne, plus 3, ne, die passt schon, okay. Das sind die Kosten. Händler, 40 Produktion, Karawansereien, Wirtschaft, Politik. Plus 2 Gold durch alle Handelswege. Also wenn man viel handelt, wird das ja ganz cool. Dann Seefahrtsindustrie. Plus 100% Produktion für Marineeinheiten der Antike und Klassik. Und gemeinsamer Krieg. Ja, also...
Wo führt's denn hin? Wir haben jetzt hier einmal Militärtradition für Bonus. Erobert einen barbaren Außenposten. Ah, da geht das ja dann schneller. Da lernen wir Strategos, große Persönlichkeit, Politik, plus zwei. Aber das hier scheint ja vor allem die Richtung des Krieges zu sein. Und da will ich ja, wie gesagt, nicht unbedingt hin. Ich meine, irgendwann muss man eh auch so ein bisschen auf Militär achten, das ist schon klar. Aber am Anfang will ich jetzt doch eher erstmal in die andere Richtung gehen. Also nehmen wir Außenhandel. 10 Runden, okay. So. Einheit benötigt Befehle. Einheit benötigt Befehle. Deutliche Niederlage. Wir würden eine deutliche Niederlage machen. Die Frage ist halt, ob es sich lohnt, hier zu warten. Wenn er nämlich in der nächsten Runde fast tot ist, hätten wir den Vorteil, dass wir ihn vielleicht umbringen können und dann halt entsprechend den Bonus einsammeln, weil wir sie besiegt haben. Ich überlege gerade. Vielleicht überlebt er noch einen Angriff und ist dann so geschwächt, dass er in der nächsten Runde stirbt. Ich glaube, ich werde echt mal... Wir können einfach auf die andere Seite gehen. Dann machen wir noch ein bisschen was frei von der Karte. So. Und wir ziehen jetzt trotzdem mal den Krieger hier hoch. Der da unten kommt ja selber klar mit dem... Sehen die eigentlich aus, die Krieger? Okay. Der hat eine große Keule. Der hat auch so eine Art Steinaxt. Gut. Nächste Runde habe ich auch wieder nichts vergessen. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass hier noch irgendjemand rumsteht, der noch was zu tun hat. So, jetzt kommen wir ein bisschen raus. Oh, er rennt weg, er hat Angst und er geht einfach... Ebenso wie unsere Bürger an eure Führungsstärke glauben, beginnen sie an eine höhere Macht zu glauben. Ich denke, es ist klug, diese neue Denkweise zu entwickeln. Vielleicht ergeben sich daraus Vorteile. Ja, ich soll irgendeine heilige Stätte oder sowas bauen, das will ich ja auch. Aber wir müssen, also wir können erstmal nichts dazu beitragen, glaube ich. Und er hat sich einfach in das Reich von Kumasi zurückgezogen. Und wie gesagt, ich darf da halt nicht reingehen. Also, ach nee, ich glaube, die haben das so gemacht, dass es am Anfang, jetzt wo wir uns befinden, ich glaube, wir sind in der Antike, ne, was die Zeit angeht. Und ich glaube, das ist jetzt so gemacht bei Civilization 6, dass man am Anfang Ländergrenzen übertreten darf. Ohne dass es dafür ein Mali gibt, also dass sie sich aufregen, die eigentlichen Besitzer dieses Landes. Und später dann, wenn Grenzen wichtiger werden, so wie es ja auch wirklich in der Entwicklung der Zivilisation war, später dann, wenn Grenzen wichtiger werden, dann braucht man halt ein Freundschaftsbündnis oder sowas, damit man einfach so da reingehen kann, etc. Deswegen, ich könnte jetzt rein theoretischerweise den Speer verfolgen, aber es bringt mir relativ wenig. Ich will einfach gucken, wie es hier weiter aussieht, weil ich ja, wie gesagt, hier meine nächste Stadt auf jeden Fall planen werde. Deswegen muss ich hier mal gucken, wo ich am besten an diesem Berg meine Stadt baue. Aber ich denke am ehesten, wenn nichts Geileres ist, hier wo die Bananen sind. Okay, unsere Krieger gehen auch mal mit da hoch. Wobei, wenn jetzt das Dorf da kaputt ist, dann bin ich auch wieder umsonst da oben mit den Kriegern. Ach, egal. Kann es sein, dass die nicht nochmal angegriffen wurden? Zumindest haben die doch noch genauso viel Energie. Na gut, dann ist vielleicht ganz sinnvoll, dass ich meine Krieger davor ziehe. Preslav haben wir entdeckt. Ein neuer Stadtstaat, oder? Und vielleicht waren das die Krieger von Preslav, die das Dorf hier angegriffen haben. Vielleicht ist es ja sogar ein Quest. Ja, genau, barbaren Außenposten im Umkreis von 5 Geländefeldern zerstören. Das heißt, wenn wir diesen Außenposten zerstören, erfüllen wir automatisch die Quest. Sehr geil. Ein Gesandter, plus 2 Produktion in der Hauptstadt beim Bau von Einheiten. Sehr cool, damit können wir also jetzt schneller das Militär ausbauen, Krieg erklären, Militär ausheben, Stadtstaaten, Typ Militärrecht, Schützeräen, keine, Gesandte in Sand, beeinflusst durch eine Zivilisation, das bin ich, sehr schön. Und dann haben wir auch den als erstes entdeckt, sehr gut, und er war das auf Garantie auch, der den hier angegriffen hat, also es war keine andere große Zivilisation, sondern so ein Stadtstaat. Nächste Runde. Ah, da kommt Krieger von Kumasi, aber das ist okay, das macht nichts. Die werden uns nichts tun, die erforschen nur so ein bisschen die Gegend. Und dann hoffe ich doch mal, dass ich da rechtzeitig bin und es schafft, die da platt zu machen. Aber wie es aussieht, ist es ja wirklich so, dass die sich wieder zurückgezogen haben. Das ist schon mal ganz cool. Ja, und die sind von Preslav. Und die haben halt auch nur noch wenig Energie, wie es aussieht. Ach, und die stehen gerade in irgendeinem Dorf oder in so einem Stammesdorf drin. Müssten die es eigentlich automatisch eingenommen haben oder mit denen geredet haben und Vorteile bekommen. Aber es könnte natürlich sein, dass aufgrund der Tatsache, dass es nur ein Stadtstaat ist, die diese Stammes
Dörfer oder die Boni der Stammesdörfer nicht bekommen, das weiß ich nicht genau. Hier sieht das Land schon deutlich fruchtbarer aus und das habe ich halt gemeint, sobald man hier an dem Fluss ist, dann ist es halt ein Schwemmland, dieses... Also so hatten sie es zumindest immer in... So hatten sie es zumindest, ja genau, Schwemmland, so hatten sie es immer in Civilization 5 genannt. Komischerweise nur auf der Seite, warum ist denn das ja kein Schwemmland? Also hier ist auch nochmal Schwemmland, aber hier nicht. Anscheinend, also weiß nicht, wahrscheinlich ist es dann einfach so, dass nicht alles zum Schwemmland wird. Ich glaube sonst in Civilization war es immer so, dass es alles Schwemmland wird und die haben halt dann eine erhöhte Produktion. Was das angeht, sieht man ja auch hier, Nahrung ist ja schon ziemlich geil. Über den Fluss kommen wir erstmal nicht. Ich überlege auch gerade, ob ich als nächstes hinziehen werde dann. Aber ich glaube, ich würde hier erstmal dieses Gebiet hier mit der Oase erforschen. Also würde ich dann schon erstmal gerne über den Fluss gehen. Gut, dann gehen wir mal zuerst in die Richtung. Oh, oh. Aber hier scheint echt ein sehr, sehr geiler Platz zu sein. Hier haben wir Pferde, hier haben wir schon wieder Marmor mit 4 Ertrag. Dann haben wir hier den ganzen Dschungel. Oh, das ist schon sexy. Hier haben wir halt relativ wenig mit dem Sumpfgrasland. Ach nee, Moment mal. Das ist ja ein Riesenmaiskolben. Das heißt, 5 Nahrung. Richtig geil. Ha, mir gar nicht aufgefallen. Ja, dann werden wir auf jeden Fall hier den Rest noch erforschen und dann hier irgendwo das die nächste Stadt hinbauen. Okay, nächste Runde. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, was war schnell. Speichern, ich glaube F5, ne? Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.